This is incredible. Das ist unglaublich. Homer ist wirklich ein Juwel. Alles, was wir wollten. Wir sind die Johnsons. Und ziehen nach Alaska. Was für ein Blick übers Wasser. Sie finden das auch toll. Na, bei der Landschaft? Alaska ist riesig und bietet alles. Hochwüsten, den Ozean und Stellen, die noch nie ein Mensch betreten hat. Hättest du gedacht, dass wir mal in Alaska reiten? Nein. Wir finden das Leben hier spannend. Wandern, Kajak fahren, Angeln, Jagen. Wir lieben es einfach, draußen zu sein. Und hier wird einem alles geboten. Dawn wuchs in Mississippi auf, Bennett in Louisiana. Ich war während des Hurricanes Katrina in New Orleans. Ich bin dann nach Jackson gegangen, wo Dawn damals wohnte. Es war ein Blind Date. Ich habe Spaghetti gekocht und sie zum Essen eingeladen. Und wie man sieht, lief es gut. 11 Jahre später sind wir immer noch zusammen. Wir waren in 12 Ländern auf 3 Kontinenten. Nach all der Reiserei wollen wir uns jetzt niederlassen. Wir suchen eine Gemeinde, in die wir uns einbringen und das Leben genießen können. Bennett kann als Professor überall arbeiten. Als Dawn eine Stelle als Krankenschwester in Homer bekam, nahmen sie ihren Hund Moses und fuhren 3 Tage lang von New Mexico nach Alaska. Sie wollten doch ein Blockhaus. Ist das süß! Tolles Design. 213 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2 Bäder und eine Doppelgarage. Dazu gehören 4000 Quadratmeter Grund. Die anderen Häuser liegen sehr nah dran, auf beiden Seiten. Ja, hier hätten Sie Nachbarn. Es kostet 377.000. Liegt unter unserem Budget. Erfüllt einige Wünsche. Ganz schön eng. Süß. Mit Balken. Durch die Fenster sieht man sogar die Berge. Wie findest du die Küche? Mini. Und altmodisch. Aber bei dem Preis hätten wir Geld übrig, um sie neu zu gestalten. Oben sind Gäste und Schlafzimmer. Was für eine coole Decke. Da ist das Bad. Da hatte ich mir mehr erwartet. Und es ist auch altmodisch. Die Küche müsste renoviert werden und auch das Bad. Das Grundstück ist auch klein. Das Haus ist nicht ganz ideal. Gina hat sicher noch mehr. Die beiden wollen Tiere halten und brauchen dafür viel Platz. Nordöstlich von Homer zeigt ihnen Gina daher als nächstes ein Objekt mit großem Grundstück. Der Blick ist super, aber dieser Hügel... Der ist super. Das wird rutschig im Winter. Das müsste es sein. Das ist unglaublich. Gina, die Stämme sind toll. Gut, was? Ist das etwa das Haus? Nein, die Ferienhütte. Die könnten wir vermieten? Genau. Keine Garage? Nein. Das Haus hat 3 Zimmer, ein Bad, 140 Quadratmeter und 3 Hektar Grund. Fantastisch. Dann bauen wir eine Garage. Genug Platz hätten sie. Es kostet $389.000. Das ist weit unter unserem Budget. Gut, aber hier geht's ganz schön runter. Ja. Im Winter sieht es hier natürlich anders aus. Da liegt hoher Schnee. Und sie müssten dann runterrutschen. Klingt nach Arbeit. Oh, wow. Look at this. Großartig. Schöne Balken. Wahnsinn, diese Fenster. So einen Blick habe ich mir gewünscht. Man sieht den Gletscher. Da braucht man keinen Fernseher. Nicht in Alaska. Schau die Küche. Toller Herd. Der ist klasse. Aber diese Arbeitsflächen. Ja, das Blau-Grün müsste raus. Und der Boden. Und sie ist ganz schön vollgestellt. Dann müsstest du wahrscheinlich allein kochen. Und ich sitze mit Wein auf der Veranda. Was gibt es hier noch? Ein Bad. Eine Wanne mit Löwenfüßen.
Zu zweit wäre das ganz schön eng hier drin. Vor allem, wenn ich waschen will. Das ist das einzige Bad und der Waschraum. Hier ist das zweite Schlafzimmer. Das ist klein. Ob da ein Bett reinpasst? Ja, sonst nichts. Lass uns hochgehen. Schau dir das an, tolle Decke. Ob der Bär dabei ist? Fragen wir Gina. Da ist das Schlafzimmer. Oh my goodness. How about the purple? Sehr lila. Lavendel hilft beim Einschlafen. Das müssten wir neu streichen. Die Decke ist ziemlich niedrig. Und wie ist die Aussicht? Wer sieht schon einen Gletscher vom Bett aus? Besser geht's nicht. Du bringst mir Kaffee. Perfekt. Draußen geht es weiter mit der Ferienhütte. Oh, look at this. Okay. Schön gemacht. Was ist oben? Da sind Betten. Schön. Eine große Veranda. Die Lage ist wirklich super. Und wir hätten unsere Ruhe. Und es wäre genug Platz für die Tiere. Aber im Haus müsste einiges gemacht werden. Herzlich willkommen. Ich empfehle den Himbeerrosé. Die Himbeeren sind aus der Region. Auf unser neues Zuhause. Lecker. Wir müssen uns entscheiden. Komm, wir spielen dabei Hufeisenwerfen. Hoffentlich kann ich das besser als reiten. Fangen wir an. Was ist mit dem in Anchor Point? Es ist schön, aber die Nachbarn sind sehr nah dran. Viel zu nah. Und es ist altmodisch. Also weg damit. Ja. Was ist mit dem dritten Haus? Es ist weit in die Stadt und der Parkplatz nicht direkt am Haus. Im Winter ist es sicher nicht einfach, den Hügel runterzulaufen. Und es gibt keine Garage. Aber die Aussicht ist einfach Weltklasse. Die Küche ist altmodisch, aber wir hätten über 3 Hektar, um uns alle Wünsche zu erfüllen. Was mir nicht gefällt, ist das Bad im Erdgeschoss. Aber es kostet 389.000. Wir hätten genug Geld für eine Renovierung und ein zweites Bad. Lass uns darum spielen. Wer am nächsten dran ist, darf entscheiden. Kein Druck. Schon klar. Go for it. Gewonnen! Ich will das mit der Hütte. Das ist perfekt. Ich freue mich so.